Nachdem wir uns bisher mit Markov-Kernen und Übergangsfunktionen auseinandergesetzt haben, soll es jetzt um die Definition eines Markov-Prozesses gehen. Hierzu betrachten wir erstmal einen filtrierten Raum, Omega F und die entsprechende Filtration. Wir nehmen uns eher einen polnischen Raum, E mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra. Und das Entscheidende jetzt ist, wir nehmen uns auf dem Raum Omega F eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen her, die indiziert werden durch Elemente aus diesem polnischen Raum E. Und dann heißt ein FT-adaptierter, E-wertiger Prozess, Markov-Prozess oder Markov'sche Familie, falls das Folgende gilt, erstmal eine Messbarkeitseigenschaft muss erfüllt sein, nämlich für jede Menge B aus Fx unendlich, also aus der Sigma-Algebra, die vom ganzen Prozess X erzeugt wird, soll gelten, dass die Abbildung X wird abgebildet auf diese Wahrscheinlichkeit Px von dieser Menge B, die soll BE messbar sein. Und die zweite Eigenschaft, und das ist die definierende Eigenschaft, ist die sogenannte schwache Markov-Eigenschaft. Das ist das Folgende. Ich nehme mir ein x aus dem Raum E her, ich nehme mir eine entsprechende Menge A aus der entsprechenden Sigma-Algebra und Zeitpunkte S und T größer als 0. Und dann soll gelten, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt T plus S in A ist, gegeben die Sigma-Algebra Fs. Das soll das gleiche sein wie die Wahrscheinlichkeit jetzt bei Start in diesem Punkt XS von dem Ereignis, dass der Prozess XT zum Zeitpunkt T in dieser Menge A ist. Und das soll fast sicher gelten. Und weiterhin heißt ein Markov-Prozess normal, falls zudem wieder gilt, dass zum einen diese einelementigen Mengen in der Borel-Sigma-Algebra über E liegen. Und zum anderen soll gelten, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess x0 in x ist, gerade gleich 1 ist. Und das soll gelten für alle x in e. Und daher die Sprechweise Wahrscheinlichkeit bei Start in x. Das kommt daher. Eine kleine Bemerkung. Durch die übliche maßtheoretische Induktion kann man natürlich die schwache Markov-Eigenschaft auch wie folgt formulieren, nämlich für jede beschränkte messbare Funktion soll gelten, dass die bedingte Erwartung unter diesem Wahrscheinlichkeitsmaß Px von f von x s plus t gegeben die Sigma-Algebra Fs gerade das gleiche sein soll wie die Erwa die Wahrscheinlich Quatsch, die der Erwartungswert unter dem Maß Exs von der Funktion f von xt. Und das soll auch gelten, p fast sicher. Sie sehen also, dieses Objekt hier ist eine Zufallsvariable bezüglich des Maßes, das ich hier wähle zum Integrieren. Wie hängen jetzt Markov-Prozesse und deren Verteilung zusammen mit dem Begriff der Übergangsfunktion? Das ist das Folgende. Oder die Aussage des folgenden Satzes. Also ich nehme hier einen Markov-Prozess her. Das heißt, ich nehme hier einen filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum, ich nehme hier einen polnischen Raum, ich nehme hier einen Prozess, der die beiden Eigenschaften erfüllt, die zuvor definiert wurden. Und dann definiere ich mir eine Funktion p von t, x und a, gerade dadurch, dass ich sage, das ist die Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß px von dem Ereignis, dass der Prozess x zum Zeitpunkt t in der Menge a liegt. Und das tue ich für alle x aus meinem Raum E und für alle a aus der entsprechenden Sigma-Algebra über E und alle Zeitpunkte t größer gleich 0. Und die Behauptung ist, dass dieses Objekt jetzt eine Markov'sche Übergangsfunktion ist. Und weiterhin sagt dieser Satz aus, dass x genau dann normal ist, wenn die Übergangsfunktion normal ist. Was haben wir also zu zeigen? Also es ist
wir haben nachzuweisen, dass zum einen diese Abbildung hier bei festgehaltenem T ein Markov-Kern ist, aber das ist klar, weil es sich hier einfach um einmal eine Wahrscheinlichkeit von dem entsprechenden Ereignis handelt. Das Maßeigenschaft ist also erfüllt. Die Messbarkeit in X war gerade der erste Teil der Definition von eines Markov-Prozesses. Also den Teil haben wir abgehandelt. Das Einzige, was zu zeigen ist, ist die Gültigkeit der Shapen-Kolmogorov-Gleichung. Das heißt, für beliebige s und t größer als 0 haben wir zu zeigen, dass diese Übergangsfunktion zum Zeitpunkt s plus t das gleiche ist wie die Verknüpfung der Übergangsfunktion zum Zeitpunkt t mit dem entsprechenden Wert der Übergangsfunktion zum Zeitpunkt s. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Wir nehmen uns also jetzt ein x aus dem Raum E her, eine messbare Menge aus diesem der Borel-Sigma-Algebra über E, zwei Zeitpunkte s und t größer als 0, und gucken uns jetzt an, was den Wert von dieser Übergangsfunktion zum Zeitpunkt s plus t x und a. Nach Definition ist das natürlich nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit bei Start im x, dass der Prozess zum Zeitpunkt s plus t in a liegt. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich mit Hilfe der Eigenschaft von der bedingten Erwartung bedingen auf die Sigma-Algebra Fs. Das ist hier geschehen. Also ich habe nichts weiter als eine Eigenschaft von der bedingten Erwartung ausgenutzt. Jetzt kann ich natürlich bezüglich diesem Objekt hier die schwache Markov-Eigenschaft ins Spiel bringen, die mir sagt, dass ich diese Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt t plus s in a liegt, gegeben die Sigma-Algebra Fs, dass das das gleiche ist wie diese Wahrscheinlichkeit bei Start in xs von dem Ereignis, dass der Prozess x zum Zeitpunkt t in a liegt. Dieses Objekt hier kann ich natürlich wieder umschreiben mit Hilfe der Definition in diese Funktion. Also dass der Erwartungswert über x bezüglich dieses Maßes px von dieser Übergangsfunktion p von t xs und a. Und das möchte ich jetzt mal, diesen Erwartungswert möchte ich mal explizit ausschreiben. Das ist also nichts weiter als das Integral über Omega von dieser Funktion p, t, xs, Omega, a, und hier integriere ich bezüglich dpx von Omega. Und jetzt möchte ich Folgendes ausnutzen, und zwar die Integration unter Bildmaßen. Also ich möchte zum Bildmaß übergehen. Das heißt, in dem Fall integriere ich jetzt über alle y aus dem Raum A von dem entsprechenden Bildmaß. Das ist gerade das Maß px verknüpft mit dem Prozess zum Zeitpunkt x invers, also den Pullback davon. Und dass die Dichte dieses Maßes, oder nicht die Dichte, sondern dieses Maß, hier kann ich natürlich auch explizit schreiben, als mithilfe der Übergangsfunktion, nämlich das ist das gleiche wie p von s, x, dy. Was wir jetzt hier stehen haben, ist nichts weiter als die definierende Eigenschaft von dieser Verknüpfung. Das heißt, wir haben jetzt nachgewiesen, dass die Shapen-Kolmogorov-Gleichung gilt. Den zweiten Teil der Aussage war diese Aussage über die Normalität. Also angenommen, die einelementigen Mengen sind enthalten in dieser Borel-Sigma-Algebra über E, dann gilt ja erstmal das Folgende nach Definition, dass p von 0 x, einelementige Menge, die den Wert x enthält, das gleiche ist wie diese Wahrscheinlichkeit bei Start im x, dass der Prozess zum Zeitpunkt 0 gleich x ist. Das ist sozusagen nichts weiter als Definition. Und jetzt sehen wir natürlich, angenommen x wäre normal, also der Markov-Prozess wäre normal, dann wissen wir, dass diese Seite gleich 1 ist. Und das würde sofort implizieren, dass die Übergangsfunktion normal ist. Umgekehrt natürlich, wenn die Übergangsfunktion normal ist, wäre die Seite gleich 1. Damit hätten wir auch sofort die Normalität des Markov-Prozesses gegeben. Damit ist also dieser Satz bewiesen. Wir haben also Zusammenhang zwischen dem Markov-Prozess und der entsprechenden Markovschen Übergangsfunktion. Kleine Bemerkung hierzu, wie sieht es jetzt aus mit der elementaren Markov-Eigenschaft eines
Markov-Prozesses. Sollte ja auch gelten. Und das sieht man wie folgt. Also ich nehme mir einen Markov-Prozess her. Ich nehme mir einen Punkt X aus dem Raum E her und eine messbare Menge A und Zeitpunkte S und T, wobei S kleiner gleich T sein soll. Und jetzt gucke ich mir an, die Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß Px von dem Ereignis, dass X T in A liegt, gegeben die Sigma-Algebra Fs. Hier nutze ich jetzt im ersten Schritt einfach nur die Definition der schwachen des Markov-Prozesses aus, also die schwache Markov-Eigenschaft. Das ist also das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß Pxs von diesem Ereignis, dass xt-s in A liegt. Und jetzt benutze ich das Folgende bezüglich diesem Argument. Also wir haben gesehen, das ist ja nichts weiter als p von t-s xsa. Das heißt, das ist natürlich bezüglich diesem Argument eine Sigma xs messbare Funktion. Das heißt, ich kann hier auch einfach das Ganze etwas komplizierter schreiben als die bedingte Erwartung gegeben Sigma xs. Also das war eine Sigma xs messbare Funktion, würde rausgehen, dann bleibt das der Erwartungswert von 1 da stehen. Daher gilt diese Gleichheit. Das heißt, was wir jetzt hier gemacht haben, haben wir also die bedingte Erwartung gegeben Sigma xs ins Spiel gebracht. Jetzt benutzen wir hier drinnen wiederum die schwache Markov-Eigenschaft, um das zurückzuschreiben als die bedingte Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß Px von dem Ereignis, dass x t in A liegt, gegeben Sigma xs. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir können natürlich hier jetzt die Turm-Eigenschaft der bedingten Erwartung ausnutzen und dadurch, dass die Sigma-Algebra, die von xs erzeugt wird, enthalten ist in der Sigma-Algebra fs, weil wir ja angenommen haben, der Prozess x ist ft adaptiert, bleibt nur die kleinere Sigma-Algebra übrig und das ist gerade diese bedingte Wahrscheinlichkeit und das ist genau die elementare Markov-Eigenschaft, die wir in der letzten Vorlesung uns angesehen haben. Und als kleines Lemma daraus aus dieser Beobachtung, natürlich gelten jetzt auch diese alternativen Darstellungen und Verallgemeinerungen dieser elementaren Markov-Eigenschaft, die lassen sich natürlich jetzt hier übertragen auf den Markov-Prozess. Und das ist die Aussage des folgenden Lemmas, also sei x ein Markov-Prozess. Wir nehmen uns her eine Verschiebungshalbgruppe, Theta, und dann gilt für nicht negative s, fx unendlich messbare Mengen und Zufallsvariablen y, die beschränkt und f unendlich x messbar sind. Das ist zum einen die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass dieses Ereignis b verschoben um Theta s gegeben f von xs das gleiche ist wie das Wahrscheinlichkeit bei Start in xs von diesem Ereignis b. Das gilt fast sicher. Und das gleiche, die gleiche Aussage gilt, oder die analoge Aussage zur elementaren Markov-Eigenschaft gilt, dass die bedingte Erwartung von dieser Zufallsvariable y, wenn wir sie verschieben um Theta s und bedingen auf die Sigma-Algebra fs, dass das gleiche ist wie der Erwartungswert bei Start in xs von dieser Zufallsvariable y. Und den Beweis dieses Lemmas überlasse ich Ihnen als Übung, weil ja im Prinzip Schritte wie in der letzten Vorlesung einfach reproduziert. Kommen wir jetzt zu der Frage, wir haben gesehen, dass sozusagen die Markov-Eigenschaft im Zusammenhang steht mit der Übergangsfunktion. Und das haben wir gesehen für einen Zeitpunkt. Und jetzt ist die Frage, gilt das auch für endlich viele Zeitpunkte? Das ist die Aussage von dem folgenden Lemma. Also wir nehmen uns her einen Markov-Prozess x mit der entsprechenden zugehörigen Übergangsfunktion p. Und dann ist die Aussage des Lemmas, dass das Folgende gilt, wenn ich mir endlich viele Zeitpunkte angucke, t1 bis tn, und Mengen a1 bis an aus dieser Borel-Sigma-Algebra über E, dann ist die gemeinsame Verteilung von dass x
t1 in a1 ist bis xtn in an unter diesem Maß px das gleiche wie dieses n-fache Integral über die Menge a1 bis an von diesem Produkt der entsprechenden Übergangsfunktion. Und insbesondere ist auch diese gemeinsame Verteilung in x messbar. Schauen wir uns den Beweis an. Also die Messbarkeit in x folgt unmittelbar aus dem Lemma, das wir im letzten Teil der Vorlesung gezeigt haben. Nämlich, weil wir können das jetzt sukzessive betrachten, das, was wir hier vorne stehen haben, also die ersten, die letzten n-1 Integrale, können wir als eine messbare Funktion zusammenfassen und wir integrieren jetzt hier bezüglich der letzten. Also es ist nur sozusagen, um die Messbarkeit nachzuweisen, eine sukzessive Anwendung von diesem Lemma 2,4. Genau, was wir jetzt nur nachweisen müssen, ist, dass diese Gleichheit gilt. Und das möchten wir mit Hilfe von einer vollständigen Induktion über n durchführen. Wir nehmen uns also eine natürliche Zahl n her, wir nehmen uns Zeitpunkte her, t1 bis tn, und wir nehmen uns her diese Mengen a1 bis an. Jetzt gucken wir uns das Ganze erstmal an, was passiert am Induktionsanfang, also bei n gleich 1. Und da sehen wir natürlich, nach Definition ist diese Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass x zum Zeitpunkt t1 in der Menge a1 liegt, nichts weiter als diese Übergangsfunktion von t1, x und a1. Und das kann ich natürlich auch schreiben als dieses Integral über die Menge a1 von der Übergangsfunktion p, t, x, d, x1. Und das ist genau die Aussage von diesem Lemma für n gleich 1. Bleibt also nur noch der Induktionsschritt zu zeigen. Das heißt, wir möchten zeigen, die Aussage angenommen, die auch diese Darstellung gilt für Ereignisse von n-1 vielen Zeitpunkten. Wir möchten das schließen zum Zeitpunkt für n verschiedene Zeitpunkte. Also gucken wir uns das an, diese Wahrscheinlichkeit bei Start in x von diesem Ereignis, dass xt1 in a1 liegt bis xtn in an. Und jetzt möchte ich hier in einem ersten Schritt die entsprechende Eigenschaft der bedingten Erwartung ausnutzen und auch die Sigma-Algebra zum Zeitpunkt T1 bedingen. Wenn ich das tue, erhalte ich natürlich nichts weiter als die Erwartung unter x1 und dann erhalte ich natürlich die Erwartung unter x von der entsprechenden Produkt der Indikatorfunktion bedingt auf die Sigma-Algebra f von T1. Und hier habe ich jetzt nur ausgenutzt, dass natürlich diese Funktion, dass x t1 in a1 liegt, messbar ist bezüglich der Sigma-Algebra f t1 und deswegen konnte ich das aus der entsprechenden bedingten Erwartung rausziehen und statt der bedingten Erwartung von der Indikatorfunktion habe ich hier die bedingte Wahrscheinlichkeit hingeschrieben. Jetzt kann ich diesen hinteren Teil natürlich auch ausdrücken mit Hilfe von der entsprechenden Verschiebungsgruppe. Das heißt, das kann ich auch ausdrücken künstlich als Theta hoch minus 1 von T1 von diesem Ereignis B, wobei B nichts weiter ist als x von T2 minus T1 in der Menge A2 bis x von Tn minus an, T1 in der Menge An. Und jetzt möchte ich das vorhergehende Lemma 2,1 anwenden, 2,7 anwenden, das mir sagt, naja, ich kann hier auch die schwache Markov-Eigenschaft benutzen, um das Ganze umzuschreiben in die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß PXT1 von dem Ereignis B. Und was ich jetzt in den nächsten Schritt machen möchte, ich möchte diesen Erwartungswert hier wieder explizit als Integral über Omega schreiben. Das ist also das gleiche wie dieses Integral über Omega von dieser Indikatorfunktion, dass xt1 von Omega in a1 liegt und dieser Wahrscheinlichkeit, dass x bei diesem Startpunkt, also xt1 von Omega, von dem Ereignis b. Und jetzt möchte ich wieder übergehen zur Integration unter den entsprechenden Bildmaßen, das ist mich dann das gleiche wie das Integral über e von der Indikatorfunktion, dass die Menge a1
dass x1 in der Menge a1 liegt, dieser Funktion px1 von diesem Ereignis b mal das entsprechende Bildmaß. Und das kann ich wieder explizit schreiben mit Hilfe von der Übergangsfunktion, nämlich das ist nichts weiter als p von t1 x und integriert bezüglich dx1. Und jetzt kann ich hier natürlich diesen ersten Teil, der besteht natürlich in diesem Ereignis b, aus dieser gemeinsamen Verteilung zu n minus 1 vielen Zeitpunkten, kann ich natürlich jetzt die Induktionsvoraussetzung einsetzen und erhalte genau dieses n-fache Integral von diesem Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten. Und das ist genau das, was wir zeigen wollen. Also wir haben jetzt erreicht, dass wir auch endlich viele Zeitpunkte mit Hilfe von der Übergangsfunktion beschreiben können. Oder umgekehrt, dass wir sagen, die n-fache Übergangswahrscheinlichkeit legt uns dieses n-fache iterierte Integral über die Produkte von diesen Übergangsfunktionen fest. Kommen wir jetzt zur Konstruktion eines Markov-Prozesses. Das ist die Aussage von dem folgenden Satz. Also sei P eine Markov'sche Übergangsfunktion auf einem polnischen Raum. X sei ein adaptierter, e-wertiger Prozess auf diesem filtrierten Raum Omega Fx unendlich und der entsprechenden Sigma-Algebra, die vom Prozess X erzeugt wird. Und natürlich ist dieser Prozess dann trivialerweise auch adaptiert. Und dann ist die Aussage, dann existiert eine Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilung auf diesem Raum Omega Fx unendlich. Und zwar derart, dass X unter dieser Familie ein Markov-Prozess ist mit Übergangsfunktion P. Schauen wir uns jetzt diesen Beweis dazu an. Und wir wollen im ersten Schritt erstmal ein derartige Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen konstruieren. Und zwar, wir halten jetzt erstmal hier ein x fest und dann kann ich natürlich mit Hilfe von dieser Übergangsfunktion, die ich gegeben habe, mir erstmal eine Mengenfunktion, also erstmal eine Mengenfunktion definieren und die möchte ich hier so kryptisch bezeichnen. Mit px verknüpft mit xt1 bis tx in tn hoch minus 1. Das ist einfach nur eine Abkürzung an der Stelle. Und die sei definiert als dieses Integral über die Indikatorfunktion von der Menge a. Und a ist jetzt hier eine Menge aus der Produkt-Sigma-Algebra von über e hoch n. Von diesem entsprechenden Produkt der Übergangsfunktion. Und aus dem letzten Lemma haben wir ja gesehen, das definiert uns quasi eine n-fache Verteilung. Also eine endlich dimensionale Verteilung. Also wir wissen insbesondere auch, dass diese Mengenfunktion hier ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Was wir jetzt zeigen müssen, ist eine gewisse Konsistenz. Eigenschaft, wenn wir jetzt übergehen von k vielen Zeitpunkten zu n vielen Zeitpunkten, wobei die Zeitpunkte ineinander enthalten sind. Also genauer gesagt müssen wir Folgendes zeigen. Wir nehmen uns zwei natürliche Zahlen m und n her. Wir nehmen uns hier Zeitpunkte s1 bis sn, m und Zeitpunkte t1 bis tn her und es sollen gelten, dass die Menge der Zeitpunkte S1 bis M, Sm enthalten ist in der Menge der Zeitpunkte T1 bis Tn. Und dann soll gelten, dass diese Mengenfunktion, die wir hier definiert haben bezüglich der N-Zeitpunkte, wenn wir jetzt sozusagen uns angucken, was passiert jetzt bezüglich des entsprechenden Bildmaßes, wenn wir die Projektion auf diese m vielen Zeitpunkte betrachten, dann sollte es gerade gleich dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes sein, das zu diesen m Zeitpunkten definiert ist.
Also mit Pi möchte ich hier quasi die Projektion von dem Raum E hoch n in den Raum E hoch m bezeichnen. Und dieser Beweis funktioniert im Prinzip induktiv. Er ist nur unglaublich lästig aufzuschreiben aufgrund der vielen Indizes. Deswegen möchte ich hier einfach nur den Fall betrachten, dass n gerade m plus 1 ist. Weil der Rest ergibt sich dann wirklich durch Induktion. Und dann können sozusagen zwei Fälle auftreten. Also diese Menge S1 bis Sm soll ja enthalten sein in dieser Menge T1 bis Tn. Und damit sozusagen gilt, dass dadurch, dass n gerade m plus 1 ist, nehmen wir hier also einen Zeitpunkt aus dieser Menge raus, Tj. Jetzt gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten. J könnte gleich n sein oder J könnte irgendeine natürliche Zahl zwischen 1 und n minus 1 sein. Gucken wir uns erstmal den Fall an, dass J gerade gleich n ist. Wir nehmen uns jetzt hier eine Menge A aus der entsprechenden Produkt-Sigma-Algebra über e hoch n minus 1 her und schauen uns mal an, was dieses entsprechende Bildmaß dann tut. Also wir schreiben sozusagen die Definition mal explizit aus. Das ist also hier das Urbild von dieser Menge A unter dieser Projektion ist ja nichts weiter, übersetzt sich ja nichts weiter als eine Menge auf dem Raum E hoch N, die bezüglich der letzten Komponente über den ganzen Raum integriert. Oder anders ausgedrückt, ich betrachte hier einfach dieses Integral über n hoch e hoch n minus 1 von der Indikatorfunktion von a, das x1 bis xn minus 1 in a liegt, von dem entsprechenden Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten und sozusagen die letzte Komponente kann ich explizit ausintegrieren und erhalte hier sozusagen den Raum e in dem letzten Faktor. Was sehe ich jetzt hier? Wir haben ja angenommen, das Ganze ist eine Markow'sche Übergangsfunktion, das heißt, der Wert dieser Übergangsfunktion ausgewertet bei über den ganzen Raum ist gerade gleich 1. Das heißt, dieses letzte Element fällt raus und ich erhalte natürlich genau die Definition die von dieser Mengenfunktion bei t von xt1 bis xtn, wo ich n-1, wo ich also n-1 viele Zeitpunkte habe. Das war sozusagen der Fall, wenn j gerade gleich n ist. Gucken wir uns jetzt den Fall an, dass j zwischen 1 und n minus 1 liegt. Und hier kommt jetzt die Chapman-Kolmogorov-Gleichung ins Spiel. Also ich schreibe auch wieder, dass dieses entsprechende Bildmaß explizit aus. Das ist das folgende. Also ich habe hier das Integral über e hoch n minus 1 von der Indikatorfunktion, das x1 bis xj. J minus 1, dann lasse ich xj aus. Entschuldigung, hier ist ein Tippfehler, das muss natürlich hier xj plus 1 sein bis xn in der Menge a liegt. Gucken wir das entsprechende Produkt an. Das letzte Integral über e habe ich reingezogen mit Hilfe von Fubini. Jetzt bleibt hier natürlich in diesen ganzen Produkten dieser Term stehen p von tj minus 1. Von xj minus 1 dxj mal p von txj plus 1 minus tj xj dxj plus 1. Und auf diesen Teil kann ich jetzt die Chapman-Kolmogorov-Gleichung anwenden, weil wir ja eine Übergangsfunktion haben. Und das reduziert sich auf diese Übergangsfunktion vom Wert tj plus 1 minus tj minus 1 xj minus 1 dxj plus 1. Und dann kann ich das Ganze sozusagen zurückschreiben mit Hilfe der Definition von unserem Wahrscheinlichkeitsmaß und haben jetzt nachgewiesen, dass in diesem einfachen Fall, dass m gerade gleich n plus 1 ist, diese entsprechende Kompatibilitätseigenschaft gilt. Und sukzessive setzt sich das auch für beliebige Verhältnisse zwischen m und n
induktiv fort. Das war sozusagen Schritt 1. Noch nicht ganz. Das ist der erste Teil von Schritt 1. Und jetzt kommen wir sozusagen zur Konstruktion des Maßes, weil wir wissen, dass diese Familie von Maßen, die wir uns definiert haben, konsistent ist, können wir den Erweiterungssatz von Kolmogorov oder auch von manchmal auch Daniel Kolmogorovs Satz genannt, anwenden. Und der sagt uns aus, dass ein eindeutiges Wahrscheinlichkeitsmaß, und das möchte ich mit P verknüpft mit x hoch minus 1 bezeichnen, auf diesen unendlichen Produktraum e hoch 0 unendlich mit der entsprechenden Produkt-Sigma-Algebra existiert, mit der Eigenschaft, dass die entsprechenden Marginale, wenn ich hier mir n viele Zeitpunkte angucke, gerade dem Maß entspricht, das wir uns zuvor mit Hilfe der Übergangsfunktion definiert haben. Und hier Pi quer, hier fehlt auch ein Querstrich, soll gerade diese Projektion von dem Raum E hoch 0 unendlich nach diesem n-dimensionalen Raum E hoch n darstellen. Das heißt, wir haben jetzt mit Hilfe von dem Erweiterungssatz von Daniel Kolmogorov erstmal die Existenz dieses Bildmaßes gezeigt. Was fehlt uns noch? Jetzt müssen wir nachprüfen, dass wir natürlich jetzt auch einen Markov-Prozess vorliegen haben. Also bisher haben wir uns jetzt nur eine Familie von Verteilungen auf diesem Raum Omega Fx unendlich konstruiert. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass die auch die entsprechenden Eigenschaften eines Markov-Prozesses erfüllen. Und die erste Eigenschaft ist die entsprechende Messbarkeit bezüglich x. Also ich betrachte wieder das Mengensystem D, das wie folgt definiert ist, das sind alle Mengen b aus dieser Sigma-Algebra fx unendlich, die Eigenschaft haben, dass diese Abbildung x wird abgebildet auf die Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß px von dem Ereignis b bezüglich e messbar ist. Und das, diese Messbarkeit war ja gerade Teil der Aufgabe aus dem letzten Teil der Vorlesung, nachzuweisen, dass das ein Dünken-System. Also das wissen wir schon, dieses Mengensystem ist ein Dünken-System. Weiterhin wissen wir aus Lemma 2.8, dass diese Abbildung x wird abgebildet auf diese n-fache, auf dieses Ereignis zu diesen n-Zeitpunkten bezüglich x messbar ist. Und jetzt wissen wir aber auch, dass das ist ja eine Zylindermenge, ein erzeugendes System von fx unendlich darstellt. Und jetzt liefert gerade der Hauptsatz, dass dieses Mengensystem also gleich fx unendlich ist. Damit haben wir also den ersten Teil der Markov-Eigenschaft nachgewiesen. Bleibt also nur noch die schwache Markov-Eigenschaft nachzuweisen. Das heißt, was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit unter diesem Wahrscheinlichkeitsmaß px von x, dem Prozess x zum Zeitpunkt s plus t, dass der in der Menge a ist, gegeben f von xs, gerade gleich ist der Wahrscheinlichkeit bei Start in dem Punkt xs von der Ereignis, dass xt in der Menge a liegt. Und um diese Sigma-Algebra fxs zu charakterisieren, ziehen wir uns auch wieder zurück auf Zylindermengen. Also wir nehmen uns ein n aus den natürlichen Zahlen her. Wir nehmen uns her Zeitpunkte s1 bis sn, wobei sn gerade gleich s sein soll. Und wir nehmen uns her eine Menge a aus der Borel-Sigma-Algebra über e und Mengen a1 bis a1. Und ich definiere mal einfach dieses Ereignis b als das Ereignis, dass x, der Prozess x zum Zeitpunkt s1 in der Menge a1 ist, bis zum Zeitpunkt, dass x sn in der Menge an ist. Und zur Erinnerung, sn ist ja gerade gleich s, also steht hier einfach nur xs in der Menge an. Und dann gilt mit Hilfe sozusagen der Konstruktion von dieser Familie Px,
von Wahrscheinlichkeitsmaßen, nämlich dass der Erwartungswert bezüglich des Wahrscheinlichkeitsmaßes Px von diesem Ereignis Indikatorfunktion auf dem Ereignis B und Indikatorfunktion, dass der Prozess zum Zeitpunkt S plus T in der Menge A liegt. Das kann ich ja auch ausdrücken als dieses entsprechende Integral über diesen Raum E hoch N von diesem Produkt der Indikatorfunktion, dass xk in der Menge ak liegt und diesem entsprechenden Produkt der Übergangsfunktion. Und was sehe ich sozusagen in dem letzten Produkt steht jetzt nur noch, da stand xt plus s minus xs von xn und a, also genau dieses p von t, xn und a. Und jetzt möchte ich das sozusagen wieder zurückschreiben als ein Wahrscheinlichkeitsmaß bezüglich dieser messbaren Funktion. Das ist also nichts weiter als der Erwartungswert unter dem Maß px von dem Ereignis Indikatorfunktion auf a, b mal dieser Funktion p, t, x, s und a. Das heißt, diese Gleichheit gilt. Und die Menge, also b ist ja eine Zylindermenge und die stellen durchschnittsstabilen Erzeuger von f, s, also x her, also von dieser Sigma-Algebra, die von allen Zeitpunkten des Prozesses bis zum Zeitpunkt xs erzeugt wird. Und jetzt kann man leicht nachrechnen, dass dieses Mengensystem d, wo diese Gleichheit gilt bezüglich beliebiger Mengen d aus dieser Sigma-Algebra fxs, ein Dünken-System ist. Und dann haben wir hier ja gezeigt, dass der durchschnittsstabile Erzeuger gerade in diesem Dünken-System enthalten ist. Und jetzt liefert uns der Hauptsatz über Dünken-Systeme, dass dann d gerade gleich fxs ist. Also haben wir gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit unter diesem Maß px von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt s plus t in der Menge a liegt, gegeben, diese Sigma-Algebra fxs gerade gleich ist dieser Übergangsfunktion pxsa und das ist ja nichts weiter nach der definierenden Eigenschaft oder nach dem Lemma, was wir vorhin gezeigt haben, wie die Wahrscheinlichkeit unter dem Maß bei Start in xs von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt t in der Menge a liegt. Und das gilt natürlich fast sicher. Damit haben wir jetzt hier den Markov-Prozess konstruiert. Fassen wir also zusammen. Was wir heute gesehen haben, waren zum einen die Begriffe von Markov-Kern, Übergangsfunktion, und im zweiten Teil den Begriff eines Markov-Prozesses oder einer Markovschen Familie von Prozessen. Und wir haben gesehen, wie man mit Hilfe von der Übergangsfunktion einen Markov-Prozess konstruieren kann. Das war sozusagen der erste, dieser Teil dieser Vorlesung. Beim nächsten Mal soll es darum gehen, können wir sozusagen auch einen Zusammenhang herstellen zwischen Stoppzeiten und der Markov-Eigenschaft. Aber dazu beim nächsten Mal mehr.